Lern endlich mal irgendwie zielen oder warten. Mano a Mano, wie es aussieht. Oder auch nicht. Somebody stop those bells. They're attracting demons from all over the city. We did it. Hey, down there. Open the gate. The guests are here. Open the gate. Okay. Ja. Ah, da ist die verkackte Nonne. The lifeguard said you'd be coming. Lass den Pinguin in Ruhe. Possessed by a demon, locked himself in the belfry. Fangen die Leute an zu beten. Please help us silence these bells. Okay, die würde man auch nicht knallen wollen. Aber die sah bestimmt mal hot aus, als sie jung war, so wie die jetzt aussieht. Oh, Äpfel. Hey, Charlie. Ja, ich weiß, dass ich rein muss, aber ich wollte meine Waffe wieder reparieren. Ja. Oh. Big Mob. Machst du jetzt mal was? Nee, der macht schon was. Oh mein Gott. So jung, kann man nie was machen. Oh fuck, weggeschossen. Nein, Bauplan. Was für ein? Giftverteilung. Giftverteiler. Oh, toll. Für den kleinen Giftmischer unter uns. Mhm. Dann schaue ich doch mal gleich nach, ob ich das Ding irgendwie an einem Baseballschläger ranmachen kann. Ich glaube schon, ich glaube, da brauchst du einen Stock für. Da brauchst du tatsächlich einen Stock. Schaden anrichtender Streitkolben, okay. Eine Axt brauchst du. Ey Mann, das ganze Ding. Das. Schnitter. Erstmal reparieren wir alles. Nee, Giftverteilung ist auch wieder für scharfe Waffen. Cool. Giftverteilung, was braucht man dafür? Also ich hab alles, aber dafür braucht man ein Selbstmörderfleisch und ein Olie. Für den Charlie brauchst du mein Streitkolben. Streitkolben? Welche Streitkolben? Den wir von der Nonne bekommen haben. Ja, den hier. Schmeiß mal raus. Ja, das ist also deiner ist auf jeden Fall ein Level höher als ich es bin. Von daher kann ich den auf jeden Fall später gebrauchen. Also meinen könnte er wahrscheinlich nicht gebrauchen, der macht nur 200. Aber wir können ja auch einen Questzer nehmen, das ist geil. Zuverlässige, ich hab einen für Level 20 jetzt und jetzt dürfte ich deinen noch irgendwo hier haben, genau für Level 22. Ey geil, hier kriegen wir eine schwere Pistole, wenn man... Ja, hier knapp. Dann nimmt mal die Quests an. Läuft das hier? Ey, da ist Jin. Ah, macht doch irgendwo Sinn. Haha, es reimt sich. Ah, hier ist wieder einer, die will Alkohol. Die wollen doch alle Alkohol irgendwie. Naja, irgendwie muss man ja alles. Ja, ich meine, das ist die verfickte Apokalypse. Aber jetzt schauen wir doch mal jetzt nach, wie viel dieser Streitkolben jetzt im Vergleich zu meinem. Das Einzige, was scheiße an dem Streitkolben ist, dass die Handhabung für den Arsch ist. Ja, das passiert schon mal. Aber ansonsten ist auch haltbarer als meine jetzige Waffe und so, also von daher recht geil. Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Also ich habe jetzt die Quests nicht alle. Ja, könnt ihr mal gucken. Okay, warte, ich guck mal durch. Nebenquest. 5 Flaschen Alkohol für Therese. Ist keine ist eine Nebenquest nur? Ja, das wird eine noch. Die Quests fangen doch. Okay. Die Fortlaufenden fangen doch alle als normale an. Hänge Poster an verschiedene Orte der Stadt auf. Ja, warum nicht? Dafür gibt es einen Bauplan Aufprall. Ja, das sehe ich auch gerade. Also ich würde sagen, den machen wir die zuerst. Ja, und danach machen wir kaltblütig. Ja, aber jetzt können wir die schon wieder nicht annehmen. Weil jetzt müssen wir nämlich ertrunkene Hoffnung machen. Okay, ich spreche mit der... Ja, gut, dann spreche ich mit der Alten. Sprich mit Mutter Helene. I was expecting the four horsemen of the... Ach, Helen. Die ist aber nicht hier. Die ist... weg. Und... Hey, ich bin auf dem Friedhof.
Das in einer Zombie-Apokalypse, was soll ich muss mit. Ja, genau, wir müssen jetzt erstmal in diese Kack-Pumpstation schon. Das ist für ein Arsch. Pumpstation? Keine Sorge, ich bin Elektriker. Ich darf deinen Mund nutzen. Auf. Wir schließen deinen Mund an. Du durfst auf die Pumpe spielen. Ja. Ich kann nur leider nicht so gut blasen. Und ich sag. Du musst ja auch nicht blasen, du musst saugen. Ich ja, und? Schluck kann du Sau. Ja, Tino, du musst mir beim Üben helfen. Ich krieg da noch nicht hin. Ich bin nicht so gut für. So, follow me, follow me, Niggas. Leute, ich bin hier von Zombies umhüllt, würde ich nicht sagen, aber. Ja, wieso gehst du auch auf dem Friedhof bei einer Zombie-Apokalypse? Ja, ich hielt's für eine gute Idee. Mein Gott, man darf sich doch mal irren, ey. Ja. So. So, follow me. Die Seitenstraßen, da sind meistens, da müssen wir aufpassen, da sind meistens Typen, die rumballern. Riesensnack. Er ist tot. Ey, sag mal hier, theoretisch müssten wir noch eigentlich. Aber wir gehen mal durch die Häuser hier. Ja, normalerweise müssten wir noch auch über die Dächer gehen können, oder? Wie ist das? Weiß ich nicht, hab ich probiert. Ich bin immer. Wie gesagt, für mich ist es blind. Ich kenn das Spiel so nicht. Also, ich bin früher mal durch die Straßen hier in Niklas und warte, hier ist eine richtig lustige Stelle. Ihr müsst mal gucken, wenn der Lichtkegel hier reinfällt. Ihr müsst da echt mal drauf achten. Das ist ein Objekt. Der Lichtkegel ist ein Objekt in diesem Spiel. Ihr müsst euch mal neben die Tür stellen und euch das mal ansehen. Das ist richtig scheiße gemacht. Nochmal was? Geh einfach mal in die Tür und schau dir den Lichtkegel rein, der in die Tür fällt. Sieht schon echt geil aus. Bei mir sieht's geil aus, ja. Nein, das geht so wirklich exakt gerade runter. Das sieht extrem strange aus. Das ist ein Objekt aus. Das ist ein Objekt. Ein motherfucking Objekt. Grausamer, leichter Messingschlag. Da ich sowas nicht benutze, kannst du es verkaufen. Alter, geil! Was denn? Ich hatte jetzt einen Typ mir ganz kurz einmal nur leicht angeschlagen. Warte, den hier zeig ich dir nochmal. Oh, fuck, jetzt geht's kaputt. Auf jeden Fall, der wurde nur getötet durch meinen Elektroschock hauptsächlich. Lass mich halt nicht explodiert oder so? Ich hoffe, das ist okay, useful. Gut, folgen wir der Quest. Na, hier in der Stadt brennt öfters mal was. Mhm. Hier brennt die Hütte, kann man sagen. Scheiße. Warte, ich hör doch was. Ja, ich dachte, ihr seid bei mir. Ich hab nämlich gerade, ich haben gerade brennende Zombies angefallen. Das ist krass. Oh fuck! Ich bin ja gerade bei so ein paar Gangstern. Okay, dann sollten wir mal zu ihm, ne? Ah, mal ganz das. Aber erstmal müssen wir deine ganzen Waffen wiederholen. Beschütze mich, Charlie! Ich bin nämlich umgehaften. So, jetzt retten wir Tino. Das soll schon schief gehen. So, der erste ist tot. So, Munition geht an mich. Verformter. Oh, ein Hammer von mir. Mitnehmen. Boah, ich brauch Lebensenergie. Erstmal schnell. Oh, ein Cinemoy. Nur nicht so Latino-mäßig. Oh, ein Cinemoy. Nur kein Latino. Ein weißer Cinemoy. Warte mal kurz, lass es. Charlie kann uns endlich auch alle mal umbringen. So, und hier von hier aus müsste man, es muss hier irgendwie einen Weg über die Dächer geben. Wer von euch hat keine Pistole? Also ich hab eine. Ich hab auch eine. Aber ich brauch sie nicht wirklich. Ah, da liegt ein Messer. Nein, ich kann es nicht aufnehmen, ich kann heulen. Charlie, bringst du mir eigentlich diese Zombies hier um oder was? Ich kann nicht hoch. Okay, da sind Zombies.
Aber die Stadt gefällt mir. Ja, ja, ach, hier. Aber, die Küste gefällt mir ehrlich gesagt mehr. Du kommst auf, hier, da kommt man auf die Dächer. Musst du irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, man kann über die Dächer auch, dann die Wege finden. Man muss nur einmal, hochkommen. Und wieso regnet es verdammt nochmal? Naja, Location-Wechsel. Kommt eigentlich ganz gut, finde ich. Also Regen und Zombies? Ja, das hat was. Generell Regen und Horror. Regen hat was Dramatisches. Ein Anime regnet es doch auch immer. Ein Geher. Ja, irgendwie bei The Walking Dead, weißt du? Ich bin einfach froh, dass sie nicht Spazierer heißen. Aber wir sind ja auch nicht bei Walking Dead, sondern bei Dead Island. Ja. Habe ich mir zumindest sagen lassen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ein Zombie! Ah, ich dachte, wir sind ja bei DayZ. Stimmt, hast recht. Wieso kann ich dich nicht umbringen? Ja. Also ich habe euch schon so oft umgebracht. Ey, die Zombies sind dämlich, ganz ehrlich. Ja, es sind Zombies, Charlie. Ja, aber auch ihre Wegfindung ist für den Arsch. Ich meine, es gibt sicherlich intelligentere Zombies, aber intelligente Zombies sind immer verdammt scheiße. Ja, weil du sie irgendwie nicht mehr so richtig... Da konnten Zombies sprechen und komplett normal denken, nur die haben Menschenfleisch gegessen. Echt? Wie ist der Film? Es ging irgendwie ein paar so Junkies, die ihre... Welche Quest machen wir jetzt eigentlich? Die Hauptquest. Ja, es ging Wollte ich nur mal wissen, weil wir gerade wieder voll von dem Pfeil abweichen, oder irre ich mich? Ja, die Stadt ist halt kompliziert. Du musst... Ja, und die Stadt ist cool. Das muss man lassen. Okay, erstmal muss das auf Cocktail werfen. So. Das klingt doch schon mal nett. Ich hab das Barrikaden noch nicht gesehen. Das finde ich sehr interessant. Ach du Scheiße, was? Lass sie verbrennen erstmal. Ja, ich mach ja gar nichts. Ich stand nur und hab zugeguckt, dann sprang der hoch und hat mich weggekickt. So, sind sie tot? Nein. Er kann gar nicht springen. Er kann gar nicht. Oh fuck! Ich hab mich raus in der Ecke, scheiße! Letztes Mal ist er nicht nur, wenn ich bin eingeblöd heute. Sag mal, das ist ja nur ein Spiel, das in einer Zombie-Apokalypse ist gleich jetzt tot. Ah, liegt ja noch ein Messer von mir. Wollen die Zombie rennen einfach nicht. Kannst du mir jetzt mal kurz helfen? Ich? Ja? Ich hab mich selber ernsthaft geschnitten, Leute. Scheiße, Charlie, ich muss nicht draufgehen. Scheiße, ich bin tot. What the fuck geht hier eigentlich hier ab, Alter? Ja, in der Stadt ist es echt ein bisschen schwieriger, weil die Zombies jetzt in Massen auftreten. Geh da weg! Wow! In größeren Mengen. Ah, ich hab einen Weg gefunden. Ich bin tot. Ey, heilige Scheiße. Hart, ne? Das sind einfach zu viele, wir sind anstatt einfach. Nein, ich bin gerade bei dir gekommen und hab die gerade noch alle abgekillt. Ja. Ich hatte einfach nur wenig Lebensenergie. Ah, fuck, Mann, jetzt hat sie die Waffe gewechselt. Wieso, Schlampe? Mann! Eine links, eine rechts, Knall, aber voll in die Fresse. Alter! Es kommen aber einfach immer wieder Massen von hinten, von vorne und so, das ist einfach ja, irgendwo nicht lustig. Fuck. Ja, es kommen einfach wirklich immer wieder welche. Ich bin ja noch nicht verletzt von der Tür. Nee, ich muss doch cool. Geil, jetzt werde ich schon nach vorne geschlagen. Du musst echt vorsichtiger sein, Charlie. Es ist eine raue Gegend hier. Wir müssen vor uns über vorgehen. Ey, gehst du jetzt mal weiter hoch? Ey, was ist die Scheiße? Boah.
Sind die jetzt tot? Ja, ich hab meine Spezialfähigkeit. Ich hab Dauer, du Dorf. Ja. I need the energy drink. Ja, aber ich sowas von auch, ey. Ey, guck mal, das ist die halt. Ey, das kann doch nicht sein. Wieso kommen hier immer wieder welche? Die spawnen da drüben. Keine Ahnung. Abgrund. Die kommt da immer wieder runter. Leute, wir verpissen uns von hier. Lauf, du euer Leben! Ach, da, die kommen da hoch. Ich hab's nicht gepusht, nach oben zu kommen. Schnell, nicht in die Leiter und nach oben. Jetzt geh! Ich weiß nicht doch. So. Dude. Ziegelsteine. Geil. Tino? Ja, ich komm grad nicht hoch. Ah! Warte, ich werf Marlo. Ja, ich wusste, dass das passiert. Du bist der Beste, Charlie. Du bist der Beste. Ah, leck mich doch am Arsch. Alter. Also, Charlie, du bist noch besserer falscher Freund als ich, ey. Ich zünd mich selbst an. Ach du Scheiße. Bester Teamkill ever. Wieso? Ich hab mich ja nicht getroffen. Geh mal weg hier, ey. Geh mal geradeaus oder so. Ja! Oh, ich hab's auch noch geschafft. Ich dachte, ich bin runtergefallen. Man kann da an der Seite lang gehen, du Tönen. Ja, das habe ich dann auch gerade gesehen. Aber jetzt, ohne Scheiß, jetzt auf den Dächern sind wir relativ sicher vor den Zombies und können sie auch relativ leicht umgehen. Ja, umnieten, umgehen. Ah, wie komme ich jetzt hier hoch? Fuck, es kommt schon wieder ein scheiß Zombies auf mich zu. Warte, ich werf einen Bolo. Nein, mach keinen Scheiß. Ich renn hier weg. Mir geht da gar nicht scheiße. Hilfe. Ab ins Haus rein. Aber die Zombies verbrennen! Oh. Jetzt komm zurück! Nein, ich renn hier unten lang! Fuck, jetzt hab ich keine Ausdauer mehr! Kann man irgendwie anvisieren? Ja, kann man! Ja. Interessant, okay, die Waffen kann ich nicht werfen! Ach, er kommt auch gerade irgendwo hoch! Schwein gehabt! Ja, jetzt muss ich gerade gucken, wie wir da wieder rüberkommen. Manchmal muss man dann wieder runter. Das ist das Problem bei der ganzen Sache. Wir müssen auch, glaube ich, wieder runter. Ja, ich glaube doch. Verdammt, ich will nicht wieder nach unten zu dem normalen Fußvolk. Aber was will man machen? Ja, wir müssen jetzt hier diesen Fluss überqueren. Dann kommen wir wieder hoch. Nein, wir müssen irgendwo da hinten lang. Ja, wir müssen noch kurz den Fluss hier. Ja, müssen zu mir. Ja, wir müssen. Oh mein Gott, Charlie, die anderen müssen. Die anderen müssen. Nein, da kommen wir auch schon. Nein, wir können bald kommen. Ich bin alle in dieser Stadt versteht aus Zombies. Keiner hat mir gesagt, dass hier überall Zombies sein müssen. Zombies sind nicht aus Zombies. Mensch, ich wollte den Urlaub machen. Nein, hier sind ja überall fucking Zombies. Es wurde von einer Toteninsel geredet, nicht von einer Zombieinsel. Ja, genau. Ich dachte, hier wäre es ruhig. Nein, das ist ganz schlecht hier drin. Ja, aber kann sagen, ich sag auch, oh Scheiße, kein zweiter Ausgang, Todesfalle. Na, lauf! Lauf, John Carter! Ghost of Mars! Ghost of Mars? Ja, hier ist eine Leiter nach oben, ich hab's geschafft. Oh, nein, da bin ich erst so. Oh, ich werde nicht von Zombies gefressen. Das ist dieses Gefühl der Sicherheit. Das macht mich richtig glücklich. Tino, hinter dir! Hinter dir! Wieso bist du nicht nach oben gekommen? Ja, vor allem, ich kann ja echt über die Dächer weiter. Hier, zack, ich hab's geschafft. Ich bin oben. Ich bin richtig weit oben, ey. Ich bin richtig auf der Bright Side, ey. Wie bist du denn jetzt da richtig hochgekommen? Ja, du kannst ja durch die Häuser gehen. Da wo Tino auch ist. Du kannst ja da leicht drüber hüpfen. Du kannst echt wirklich große Stücke über Häuser gehen, auch wenn du ein bisschen Tricks vor allem gehen. Alter, guck dir mal die Spritpreise an, ey. Sind die denn Nersch? Was? Ja, okay, aber das ist wahrscheinlich eine andere Währung, das musst du umrechnen. Achso. Was sind Australien? Oh Mann, die sind so lustig. 666, Mann, sind die witzig. Diese Spritpreise bringen mich noch um. Ja. Gerade warum es Zombies gibt. Ey, da unten sind Zombies. Wir wollen einen Molly werfen?
Wo denn? Ich hab noch einen. Ja, hier, komplett unter uns. Die laufen da an diesem Auto dort. Da laufen sie. Sehr gut platziert, sehr gut platziert. Das Problem ist, ich muss jetzt meine kompletten... Ist wahrscheinlich gleich wieder meine kompletten Waffen irgendwie. Habe ich doch irgendwie was Gutes in petto? Okay, ich glaube, wir müssen nach unten. Ja. Ich glaube auch. Ja, und er liegt da. So meine ich das nicht, Mann. Na, ich bin der Alte, ich lieg gerne. So. So, und ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber ich wollte jetzt eigentlich rennen. Möglichst wie ein kleines Mädchen. Ah, jetzt, ja. Jetzt Bergmann und jetzt exklusive Fetter. Aber man muss doch in die richtige Richtung rennen. Ich hab ein Auto gefunden. Echt? Ja. Geil, dann ab ins Auto. Komm zu mir. Oh mein Gott, Leute. Geht weg von dieser Bergmann. Geht weg. Nein, aber... Ey, wieso bleibst du auch bei der Werkbank? Ich schrei es, ich habe es geschrien. Alter, das Ding hat nicht mal gebrannt. Wieso ballerst du? Musst du auch draufballern. Alter, das war jetzt mies. Das war unnötig. Wieso? Was ist passiert? Da kam noch eine Explosion. Ja, hallo? Man, dieser wartet die Feuerwehr an dem Feuer. Meistens noch ein paar Tage, ob es nicht wieder angeht. Und ich... So, upgraden, modifizieren.